SWR 2 Zeitwort. Immer wenn in Deutschland die Korken knallen, freut sich auch der Finanzminister über die Sektsteuer. Seit mittlerweile 118 Jahren gibt es sie, eingeführt unter Kaiser Wilhelm II. Zur Finanzierung der Kriegsflotte. Sekttrinken war sehr populär im 19. Jahrhundert. Die ganze Elite, das Bürgertum, auch das Offizierskorps, alle tranken Sekt oder Champagner, Champus. Insofern hat man da in gewisser Weise die Richtigen getroffen. Meint Sven Lüken vom Deutschen Historischen Museum Berlin. Denn diese besseren Kreise sind es auch, die sich für die Idee des Kaisers begeistern, eine Flotte aufzubauen, um Großbritannien in die Schranken zu weisen und Deutschlands Anspruch als Weltmacht zu untermauern. Wilhelm II., der 1888 auf den Thron kam, der hatte eine englische Mutter und der hatte diese Marinebegeisterung mit der Muttermilch eingesogen und der hat das nach Deutschland gebracht. Verbreitet wird die Idee von Deutschlands Zukunft auf dem Wasser über den Deutschen Flottenverein, in dem sich einflussreiche, monarchisch gestimmte Kreise organisieren. Es gab eine Koalition der Großgrundbesitzer aus dem Osten mit den Industriellen aus Westdeutschland, Krupp und anderen, und auch mit der technischen Intelligenz, die damals ja neu aufkam. Eine rasante Seerüstung kommt in Gang. Zur Finanzierung der Schiffe führt der Reichstag zum 1. Juli 1902 die Sektsteuer ein. Auf den damaligen Durchschnittspreis von 2,50 Mark pro Flasche werden 50 Pfennige aufgeschlagen. Doch die Einnahmen tragen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten. 1905 waren das 5,5 Millionen Mark. Das hört sich viel an, aber insgesamt hat die Marine 231 Millionen ausgegeben. Das ist insofern ein schwindender Prozentsatz und das hat sich etwas verändert in den Jahren, stieg das etwas mehr, aber im Wesentlichen waren das Peanuts. Das Reich nimmt für die Flotte gewaltige Schulden auf. Den Ersten Weltkrieg verliert es trotzdem. Die Sektsteuer überlebt. Zur Überwindung der Wirtschaftskrise wird sie 1933 zwar vorübergehend auf Null gesenkt, ein paar Jahre später aber belegen die Nationalsozialisten den Sekt mit einem Kriegszuschlag von 3 Reichsmark zur Entwicklung der U-Boot-Flotte. Nach der Währungsreform werden daraus 3 D-Mark. Sekt wird für viele unbezahlbar. Etlichen Kellereien droht der Bankrott. 1952 legt der SPD-Abgeordnete Wilhelm Gülich im Bonner Bundestag einen Gesetzentwurf vor. Nachdem der Kriegszuschlag auf Schaumwein beseitigt werden soll und durch eine Verbrauchssteuer von Schaumwein von 1 D-Mark pro Flasche ersetzt werden soll. So bleibt die Sektsteuer auch der Bundesrepublik erhalten. Heute beträgt sie 1,02 € pro Flasche. Rund 384 Millionen Euro nahm der Finanzminister damit im letzten Jahr ein. Die Erhebung dieser Steuer sei bürokratisch und lohne kaum, findet Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Gemessen am Aufwand ist es aus meiner Sicht überholt und deswegen sollte man sich durchringen und die Sektsteuer endlich abschaffen. Für Holznagel ist die Sektsteuer wie der Solidaritätszuschlag ein Beispiel für Abgaben, die zu einem bestimmten Zweck eingeführt, aber nach Wegfall des Zwecks nie wieder abgeschafft wurden. Dazu kommt, viele Bürger wissen gar nicht, dass sie eine extra Steuer auf Schaumwein bezahlen. Man spricht von sogenannten versteckten Steuern. Rainer Holznagel findet die Sektsteuer aber noch aus einem anderen Grund entbehrlich. Kaiser Wilhelm II. Wollte ja sehr arbeiterfreundlich sein und dachte sich, wenn ich eine Sekt- und Champagnersteuer erhebe, dann treffe ich nur die Reichen. Und auch das hat sich ja überholt. Längst ist das Getränk der besseren Kreise zum günstigen Massenprodukt geworden. Mit Sekt anzustoßen kann sich nun wirklich jeder leisten. Und das tun wir bekanntlich besonders gerne. Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von derzeit rund 3,3 Litern gilt Deutschland als Weltmeister im Sektkonsum. Steuer hin oder her.